Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren neuen Let's Play von mir, dem Regi. Es handelt sich heute nämlich um Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ein Spiel, was ich schon lange angekündigt habe, jetzt aber erst realisieren kann und das auch mit Hilfe eines Abonnenten das Originalspiel bekommen, ja. Leider ist es schon, glaube ich, 1,5 Jahre her, seitdem er mir das gegeben hat und ich habe ihm dieses Let's Play versprochen und ich habe den Namen leider vergessen. Ich habe meine alten Facebook-Posts durchsucht, aber ihn leider nicht ausfindig machen können. Aber ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bei ihm herzlich bedanken. Derjenige, der mir das Spiel gegeben hat, der darf sich jetzt hier angesprochen fühlen. Und ja, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, was ist das denn überhaupt für ein Spiel? Ich meine, wir sehen hier Copyright von 1996, ne? Ich meine, das ist das Jahr, an dem Yu-Gi-Oh! Rauskam, ne? Und ja, dieses Spiel ist das erste Videospiel von Yu-Gi-Oh!, das in Europa, beziehungsweise bei uns überhaupt released worden ist, in Deutschland. Und ja, jetzt sehen wir wahrscheinlich das Intro nochmal und so weiter und so fort, aber das wollen wir gar nicht nochmal sehen. Ja, es ist das erste Yu-Gi-Oh! Spiel überhaupt als Videospiel und wurde deswegen auch extrem gehypt, weil ja damals auch der Hype um dieses Spiel lief. Und ja, das war natürlich auch mein erstes Erlebnis als früherer Yu-Gi-Oh!-Suchti, die Serie, also den Anime, die kennen wir ja alle, bei RTL 2 damals immer schön gesuchtet. Und ja, das erste Mal mit dem Videospiel, das ist jetzt natürlich hier die Sache, ne? Wie gesagt, ich freue mich aber schon riesig auf dieses Let's Play, vor allen Dingen, weil dieses Spiel unglaublich hart wird. Ich habe es selber noch nie durchspielen können, einfach weil es so schwer ist und irgendwann wird auch der Punkt kommen, an dem ich den Save State wechseln werde, weil das mir einfach unglaublich viel Arbeit ersparen wird. Aber wisst ihr was, ich habe jetzt schon viel zu lange drumherum geredet. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Let's Play habt, was auch immer, stellt mir die gerne in die Kommentare und lasst Feedback da. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, let's go, neues Spiel. Ich bin gehypt, ihr bestimmt auch schon, ihr freut euch drauf und wenn das Spiel ab und zu ein bisschen gammelig ist, ja, müsst ihr das, glaube ich, entschuldigen, weil es ist schon hart ranzig teilweise, wirklich. Aber es hat halt Nostalgiewert für mich und, warte mal, wie nenne ich mich jetzt überhaupt? Stopp! Ich wollte mich auch fast Party nennen, ja, mein Real-Life-Name. Ich nenne mich aber jetzt hier natürlich in dem Safe Regi, damit es schön passt und Ende. Muss auch passen. Dein Name lautet Regi. Na, sicher lautet mein Name Regi. Wie soll mein Name sonst lauten? Dein Duellcode wurde gespeichert. Du kannst nicht mit demselben Duellantencode spielen oder tauschen. Ja, das klingt logisch. Wäre ja auch ein bisschen zu krass, wenn man sich selber tauschen könnte und man dann die Save States oder so verdoppelt. Und wir springen schon mittendrin rein ins Spiel, nämlich nach Ägypten. Jetzt sehen wir jetzt erstmal so einen Typen, der hier drumherum labert und oder rennt. Und er sieht aus wie ein Pharao. Ich bin am Ziel. Endlich habe ich ihn gefunden. Den verbotenen Schatz der mystischen Beschwörer. Oh, von was für einem Schatz redet er? Hieroglyphen also. Du musst gar nicht so komisch lachen, du alter Sack. Wer wissen denn überhaupt? Du willst dich uns nicht mehr vorstellen, ne? Aber er hat wohl irgendwas gefunden und was das ist, werden wir natürlich im Laufe der Story nach oder herausfinden. Und ich kann nur so viel sagen, in diesem Spiel gibt es tatsächlich sogar eine Story. Mach mal kaum glauben, ne? Es ist in Anführungszeichen nur Yu-Gi-Oh!, aber es ist nicht mal Yu-Gi-Oh!, was nach den Regeln spielt, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Mein lieber Prinz, geht ihr wieder nicht das, um Karten zu spielen? In euren Adern fließt königliches Blut. Ich habe keine Ahnung, warum da nur 3 Punkte sind, aber egal. Und ihr geht wie ein Gewöhnlicher durch die Straßen. Habt ihr keinen Stolz? Ehrlich gesagt, ich bin entsetzt. Wir können weglaufen oder wir können zuhören. Wir hören ihn jetzt erstmal ein bisschen zukommen. Der Pharao hat von eurem Treiben gehört. Er ist sehr besorgt darüber. Wir hören weiter zu. Es ist meine Schuld. Ich habe euch das Spiel beigebracht, aber ihr übertreibt es, mein Prinz. Was für ein Spiel denn? Was weiter zu hören? Es wird höchste Zeit, dass ihr mit diesem Unsinn aufhört und euch eurem Studium widmet. Kann er noch was anderes labern? Es ist nicht richtig, dass ihr dem Pharao und der Königin Kummer bereitet. Bitte, mein Prinz, geht in eure Gemächer zurück. Okay, wir sollen also in unsere Gemächer zurück. Ich hoffe, jetzt seid ihr zufrieden. Was geht denn ab bei uns in den Gemächern? Manchmal glaube ich, der Prinz tut nur das, um mich zu ärgern. Wer ist denn das überhaupt? Meister Simon Mura, es gibt Schwierigkeiten. Der Erzmager Hai Shin und seine Männer. Sie führen etwas im Schilde. Sie stürmen den Palast. Was? Sie bedienen sich der Magie, Herr. Ich fürchte, wir können sie nicht aufhalten. Wo ist der Erzmagier jetzt?
Im Thronsaal her! Oh, im Thronsaal. Haishin! Haishin! Was hat dieser Hundesohn nur vor? Oh, der Typ, der geht ja ab. Der heißt Muran. Was zum... Ganz viel Verwüstung. Was ist denn da los? Schön, dich wiederzusehen, Simon Muran. Du wagst es zu revoltieren. Bist du verrückt? Verrückt? Ich? Ich glaube nicht. Ich bin hier, um meinen Thron zu besteigen. Deinen Thron? Ja, meinen Thron. Denn ich habe die Macht. Wahrscheinlich nicht die Macht von Grayskull. Nein. Die Macht? Nein, das ist unmöglich. Ich sehe die Erkenntnis in deinen Augen. Wir haben beide unsere Vorväter verleugnet. Die Beschwörer. Ja, I-Macht, da sehen wir schon. Schöne Übersetzung hier bei deutsche Übersetzung am Werk. Die I-Macht der Finsternis. Genau die. Exakt, ich habe den erbotenen Schatz entdeckt. Ja, den erbotenen, genau. Hier, koste die verbotene Macht der Finsternis. Oh, was geht denn da ab? Was ist los? Prinz Regi! Der Herzmagier Haishin ist in den Palast eingedrungen. Ihr seid in Gefahr, wir müssen hier weg. Ja, dann rennen wir mal weg. Kann nicht angehen, sowas. Meine Güte. Nein! Was ist denn da los? Prinz Regi, dachtest du, dass du mir entkommst? Und den Typ mit diesem eiskalten Blick, den kennen wir doch, oder? Kennt ihr den vielleicht aus dem Anime? Ich weiß es nicht. Gut, Männer, weg mit diesem Lakaien. Ich wünsche, mit dem Prinzen zu sprechen. Wie er befiehlt. Prinz Regi! Sei leise und komm mit uns. Er sieht aber schon schnieke aus, muss ich sagen, die Kleine, ne? Warum fliegst du, Regi? Haishin hat den König und die Königin in seiner Gewalt. Wenn du fliehst, wird Haishin sie umbringen. Willst du das? Ich sage dir, was ich will, was das dem Geschlecht des Königs vorbehalten ist. Das Versteck des Millennium-Artefaktes. Sag mir, wo es ist, und ich werde das Königspaar verschonen. Du weißt, wo es ist, also rede. Nein, ich werde nicht reden. Halt mich nicht zum Narren. Du weißt, wo es ist. Mein Prinz. Simon Muran. Oh, da ist er wieder. Simon Muran. Lieber Prinz, hier ist das Millenniums-Artefakt. Nehmt es und lauft. Regi bekommt das Millenniums-Puzzle. Und jetzt? Jetzt laufen wir weg. Verhindert, dass dieser Schatz in die Hände dieses Abschaums fällt. Diesem Schatz kann man gewaltige Mächte entfesseln. Soll es den Mächten des Bösen in die Hände fallen, ist die Welt dem Untergang geweiht. Nicht übel. Du hättest keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Gebt mir jetzt das Artefakt. Dann helfe ich euch beiden, Haishin zu entkommen. Hört nicht auf ihn. Er ist Haishins Speichellecker. Ich kann ihn nicht trauen. Überlass ihn mir, mein Prinz. Ihr müsst fliehen. Aus dem Weg, alter Mann. Lauft, mein Prinz. Lauft. Wir werden natürlich weglaufen. Ich meine, wir sind zwar ein Prinz, Adelsgeschlecht, aber wir müssen fliehen und... Oh. Keine Bewegung, du gehörst mir. Wie ich sehe, hast du sie gefunden, Seto. Gut gemacht. Ja, Meister. Du hast nicht erwartet, dass du entkommst, nicht wahr? Widerstand ist zwecklos. Füge dich deinem Schicksal. Und gib es mir. Gib mir das Millenniums-Artefakt. Euch bleibt keine Wahl, mein Prinz. Ihr müsst mit Haishin kämpfen. Fordere ihn zu einem Duell mit euren Karten, dem Millenniums-Artefakt. Wir müssen wohl diesen Typen Einheit gebieten. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Du hast nicht die Macht, mich zu besiegen. Okay, wir haben also nicht die Macht, ihn zu besiegen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da sehen wir jetzt gerade, Moment, die Karten, die es hier gibt. Richtig gammelige Karten. Ich meine, guckt euch das mal an. Schattengeist. Ja, also solche Karten haben wir in unserem Besitz. Oder, Moment, ich zeige euch einfach mal das Deck, das wir gerade haben. Ich muss mir selber mal das Deck reinziehen. Schattengeist sehen wir hier. Da oben sehen wir natürlich die Angriffspunkte, das Schwert, das Schild ist natürlich die Verteidigungskraft und wir haben den Zubo-Dämon, okay. Kuribo haben wir auch, ziemlich unnütz. Effektmonster gibt es hier in diesem Spiel ganz nebenbei nicht, Leute. Wenn ihr irgendwelche Effektmonster erwartet, die gibt es hier in diesem Spiel nicht. Das ist total komisch. Okay, Flügelflamme, dunkle Pflanze, Phantomtyp, Menschenfresser. Haben wir etwas mit über 1000 Angriffspunkten? Kann doch nicht sein, aber wir haben wenigstens ein paar Drachen, oder? Das ist kein Drache. Was erzähle ich da? Haben wir überhaupt ein paar Drachen? Weil Drachen sind in diesem Spiel Gold wert. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich keine. Kurama haben wir. Weg des Windes haben wir auch. Das ist eine Zauberkarte. Wald. Raigeki haben wir aber. Raigeki, das ist natürlich ziemlich gut.
dass wir diese Karte erhalten haben. So, ich schütte einfach mal alle gegnerischen Monster mit einem Blitz. Aber ich gestehen, unser Starterdeck ist ziemlich scheiße. Ich habe selten so einen Müllstarterdeck gesehen. Na gut. Das heißt also, mit diesem Deck müssen wir wohl jetzt gegen Haishin kämpfen. Und normalerweise können wir sogar noch ein bisschen farmen, aber ich glaube, ich habe die Dialoge verkackt. Wir hätten jetzt nicht mit dem lieben Simon Muran reden sollen. Wir hätten weglaufen müssen. Ja, jetzt haben wir natürlich die ganz starke Karten, Leute. Zum Beispiel der Verwunschener Spiegel. Ja, Verwunschener Spiegel ist jetzt aber nicht so eine gute Karte, ne? Gut, wir setzen einfach mal den Zubo-Dämon in Verteidigungsmodus. Und das, was ihr wissen müsst, ist einfach nur, dass wir pro Spiel nur eine Karte spielen dürfen. Egal ob Zauber oder Fallenkarte oder was auch immer oder Monster, wir dürfen einfach nur eine Karte spielen. So, da geht der Greifblade mal an und wir kriegen sogar noch einen Feldpower-Bonus oder einen Mondzeichen-Bonus, nenne ich das mal. Und ja, hatte das gegnerische Pokémon, die gegnerische Karte gerade gesehen? Ja, das ist die perfekte Ultra-Riesenmotte und die hat 3500 Angriffspunkte. Ja, und 3000 Verteidigungspunkte. Jo, die haben nicht mal ein Monster, das über 1000 Angriffspunkte hat. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Lichterfee. Ja, die hat natürlich eigentlich mehr Angriffspunkte, aber wir sehen gerade das Feld, das ist mit dem Yami-Feld bedeckt. Das muss auch ein bisschen fusionieren. Man kann in dem Spiel auch fusionieren, wie wir hier sehen. Hier gerade unsere Hand, die kann irgendwie fusioniert werden, aber ey cool, wir kriegen sogar jetzt eine Fusion hin. Magischer Geist, ja, immerhin. Ja, da wir die Spiel, kann ich euch schon mal verraten, sowieso nicht gewinnen werden. Macht es jetzt sowieso keinen Sinn, ernsthaft dieses Spiel zu spielen. Aber ich kann euch da schon mal ein bisschen die Regeln erklären. Ja, ist natürlich wieder mit direkten Angriff auf die Lebenspunkte. Wir haben 8000 Lebenspunkte. Unser Gegner hat auch 8. Alter, zwei Riesenmotten. Mein lieber Scholli. Das ist ziemlich krass. Zwei Riesenmotten, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, wir werden halt diesen Kampf sowieso nicht gewinnen gegen Haishin. Ich kann euch aber halt noch ein bisschen noch das Spiel erklären. Wir können Karten sogar verdeckt im Angriffsmodus legen. Falls er mit der Karte angreifen, wird sie direkt aufgedeckt und. Ja, ich greife jetzt natürlich die Riesenmotte an, weil es sowieso keinen Sinn macht, jetzt hier irgendwie ein bisschen zu stallen. Weil wir werden den Kampf natürlich sowieso verlieren, ist klar. Ah, ja, der erste Kampf und direkt gleich mal auf die Mütze kriegen. So sehe ich das natürlich gerne. Aber was passiert denn jetzt mit der Welt? Ja, haben wir jetzt den Simon Muran enttäuscht? Das war natürlich nicht so gut, ne? Ja, hier Ferl, das ist natürlich auch eine sehr schöne Übersetzung. Steht natürlich mit verloren und ja, Sieger ist Haishin. Kein Wunder. Ne, bei den Karten, bei der Ausgangssituation, ist es kein Wunder, dass wir verloren haben. Närrisches Kind, du verschwendest meine Zeit. Wenn du mir das Artefakt nicht freiwillig gibst, werde ich es mir mit Gewalt holen. Oh, Simon Muran. Aus dem Weg, alter Mann. Sonst. Mein Prinz zerstört das Millenniums-Puzzle. Das darf dem Bastard nicht in die Hände fallen. Aus dem Weg, alter Mann. Lass mich gefälligst los. Prinz, das Puzzle. Gib ihnen das Puzzle nicht. Ich werde das Puzzle natürlich zerstören, wenn der Simon Muran das sagt. Und nein! Okay. Was passiert da? Das Millennium Puzzle wurde zerstört und wo. Oh, eine Parallelwelt, oder wie? Regi! Wo sind wir hier? Gott sei Dank, ihr seid wach. Wir sind im Millennium Puzzle. Genau gesagt, eure Seele ist jetzt im Puzzle eingeschlossen. Es tut mir leid, mein Prinz, aber nur so konnte ich euch und das Puzzle retten. Ich konnte nicht zulassen, dass hier Haishin das Puzzle überlässt. Die Macht der Finsternis, die Haishin entfesseln möchte, bringt nichts als Tod und Zerstörung. Eines Tages, wenn jemand das Puzzle zusammensetzt, werdet ihr wieder auf die Erde zurückkehren. Und bis zu diesem Tage schlaft mein Kind. Irgendwo dort draußen ist jemand dafür bestimmt, das Puzzle zusammenzusetzen. Eines werden Tages wird euch dieser jemand mit Hilfe des Puzzles zurückholen. Nun ruht euch aus, mein Prinz. Schließt die Augen. Okay, ja, diese Story kennen wir doch irgendwoher. Eingeschlossen im Millenniums-Puzzle und... Ey, den Typen kennen wir auch! Leute, das ist doch Joey Wheeler! Hey, Yugi! Aufwachen, Yugi! Hä? Und den kennen wir auch, Yugi. Was ist denn da los? Wo sind wir hier überhaupt? Du bist eingenickt, Kumpel. Echt? Tut mir leid. Was ist los? Warst du letzte Nacht zu nervös, um zu schlafen? Ich hatte einen Traum. Ein Traum? Mann, du hast doch nicht etwa Angst, oder? Komm schon, es wird Zeit für die Eröffnungszeremonie. Gehen wir. Okay. Wo sind wir hier? Warum sind wir jetzt auf einmal
anscheinend in der Neuzeit. Komisch. Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament. Oh, und den Host kennen wir auch aus dem Anime. Willkommen bei der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft der Kaiba Corporation. Hier in der Stadt Domino haben sich ausgewählte Duellanten versammelt, um den Besten der Besten zu finden. Das ist es, Yugi. Ja. Besten der Besten. Es geht ja gleich mal los mit einem krassen Turnier hier. In wenigen Augenblicken werden die Duelle beginnen. Doch bevor es losgeht, gilt es, einige Regeln zu erklären. Die Turnierregeln sind nach Vorrunde und Finalrunde getrennt. Zum Beispiel... Wen kümmern schon Regeln? Man muss einfach nur gewinnen. Oder, Yugi? Vermutlich. Und nun einige Worte des unseres Sponsors Mr. Kaiba. Ach da, den kennen wir doch auch. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, um den König der Könige zu küren. Heute duellieren wir uns, um den besten aller Duellanten zu ermitteln. Und davon bin ich überzeugt, um die Ehre zu kämpfen. Dieser Kaiba langweilt mich. Wenn ihn jemand aus dem Turnier wirft, dann hoffentlich ich. Yugi, ich hoffe, wir sehen uns im Finale, okay? Sicher. Wir sehen uns sicher im Finale, mein Freund. Nun gut, meine Damen und Herren, möge der Beste gewinnen. Das Turnier ist eröffnet. Okay, das Turnier scheint eröffnet zu sein. Hi, Yugi. Ich jobbe während des Turniers in diesem Kartenladen. Was willst du machen? Ja, das ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen buggy, denn normalerweise sieht man hier tatsächlich einen Hintergrund. Aber ich weiß nicht warum, aber bei meiner Disc sieht man den Hintergrund irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da los ist, aber ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein Spiel. Eigentlich könnte man hier tatsächlich sogar noch ein paar Spiele machen, und zwar in der anderen Welt, in der Welt des Pharaos. Ich kann euch schon sagen, das ist der Pharao gewesen am Anfang. Aber wie gesagt, ich habe mit den Duellen da am Anfang ein paar kleine Probleme gehabt. So, seht ihr denn? Vor Haishin hat man jetzt eigentlich ganz viele Leute, gegen die man eigentlich kämpfen kann, aber ich habe es irgendwie vermasselt. Habe ja auch einen ganz großen Teil der Story vergessen, aber egal, mir interessiert das schon. Hier haben wir zum Beispiel Duellmeister K, unten rechts beim feinen Duell. Der spielt dasselbe Deck wie wir und deswegen können wir bei dem eigentlich ganz am Anfang ganz gut Karten farmen. Ich denke, ich werde jetzt auch auf jeden Fall erstmal gegen ihn kämpfen. Jo, Duellmeister K. Das Lustige bei Duellmeister K ist einfach, er hat das komplett gleiche Deck wie wir. Oh. Okay, ich habe jetzt 3 Gegner auf der Hand. Glaube ich, werde... Nein! Oh, Missklick! Jetzt habe ich... Okay, super. Jetzt habe ich 3 Gegner gespielt, ohne irgendwas anderes auf dem Feld zu machen. Das ist natürlich ziemlich gut. Naja, eigentlich nicht. Fuck, warum tue ich das? Na, das ist echt unnötig. Wow, und mein Gegner klatscht hier erstmal eine krasse Fusion raus. Flammender Phönix, 2300 Rangespunkte. Wow. Wow, wow, wow. Kann ich da überhaupt mithalten? Sieht ja wahrscheinlich wieder richtig heftig aufs Maul, denke ich mal. Vielleicht kann ich hier nochmal ein bisschen was mit der Fusion ausprobieren. Nee, das wird nichts, Leute. Ich sehe jetzt schon, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden. Weil wir sowas von aufs Maul kriegen. Was ist jetzt für eine Karte? Feuer-Aru, ja sicher. Den hat mein Gegner natürlich auch. Das ist nämlich die beste Karte in unserem Deck. Wie gesagt, er spielt das gleiche Deck wie wir. Was habe ich jetzt hier für Karte? Das ist ein Magier, okay. Das ist eine Bestie. Das ist ein Dämon. Ich suche jetzt mal ein paar Fusionen rauszuhauen, ein paar Kombinationen mit meinem Deck herauszufinden. Aber irgendwie wird das nichts. Kann jetzt, glaube ich, sogar direkt aufgeben. Ja, Leute, ihr könnt euch natürlich jetzt gerade einen kleinen Überblick vom Kampfsystem machen, aber ich werde da jetzt gerade, oder ich kassiere jetzt gerade richtig heftig. Und das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, ich merke schon, unser Deck, das ist nicht gut. Und wir haben gleich mal eine Niederlage kassiert. Aber gut, Leute, ihr konntet euch jetzt schon mal einen kleinen Einblick hier gönnen in dieses Spiel, wie das funktioniert, was wir da so machen können, was uns noch erwartet und so weiter und so fort. Und ich kann euch noch sagen, ich glaube, zur nächsten Episode werde ich gleich am Anfang die Story doch mal nachholen. Denn ich will das auf jeden Fall mitbekommen, denn das sind Personen, die eigentlich schon wichtig sind. Vor allen Dingen zum Farmen. Ich habe jetzt nämlich nur noch Haishin zum Farmen von Karten und Duellmeister K. Denn man kriegt eine Karte nach jedem Spiel. Und ich habe jetzt gerade nur die beiden zur Auswahl.
Ja, und mit der Story will ich ungern weitermachen. Das heißt also, nächste Episode werden wir das, was wir verpasst haben, erstmal nochmal nachspielen. Ist doch kein Ding, ne? Weil. Bock hab. Vielleicht kann ich auch ein bisschen resetten, bis ich mal ein vernünftiges Deck habe. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber. Aber gut, Leute. Ich sage jetzt ganz spontan nochmal, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video doch einfach mal einen Daumen hoch. Feedback in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig. Ciao. Euer Regi.